Die besten Pranks mit Kosmetika, Lebensmitteln und Kleidung findet ihr heute in unserem Video. Und jetzt Lidschatten auftragen? Wie lange will sie sich noch schminken? Die hockt doch schon seit einer Stunde da. Susie, wir müssen los. Gib mir noch einen Moment. Ich liebe es, mich zu schminken. Okay, ich bin fertig. Na, endlich. Also das mit dem langen Schminken muss ich ihr doch irgendwie abgewöhnen. Da könnte mir ein Streich helfen. Ich nehme mir einen Kamm und breche ein paar Zähnchen ab. Jetzt nehme ich ein wenig Shampoo mit einer Spritze auf. Und fülle damit den Kamm. Der kommt jetzt wieder auf seinen Platz. Und jetzt heißt es abwarten. Hallo, hallo. Es hat geklappt. Was soll daran bitte schön lustig sein? Was lachst du? Du meine Güte, meine schönen Haare. Oh nein. Oh no. Deine Schönheit haut mich ja glatt vom Sockel. Ich möchte unbedingt was Neues. Was für schöne Oberteile, ist ja klasse. Jess, ich hab da was für dich. Wow, ist ja cool. Ein neues Oberteil. Ich hab mir doch gerade so eins gewünscht. Ted, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Probier's mal an. Der Stoff ist ja schön. Und was ist das? Ein Faden? Der ist ja lang. So richtig lang. Was? Soll das ein Scherz sein? Nein, ein Prank. Ted! Schnappt euch einen Ärmel eines Oberteils und einen Fadenknäuel. In derselben Farbe. Der Faden kommt in die Nadel, durchstecht damit den Ärmel und löst vorsichtig den Faden. Der kommt jetzt in den Ärmel rein. Und fertig ist der Prank. Das sieht nach einer Idee für einen Prank aus. Nehmt euch eine Flasche Ketchup und kippt da einen Löffel Backpulver rein. Und jetzt wieder schließen. Mittagszeit. Das riecht ja gut. Und mit Ketchup wird es sicher noch besser. Das stimmt. Schön schütteln. Yeah, es hat geklappt. Du meine Güte, was soll das denn? Ein Prank, der funktioniert hat. Oh nein, ich bin jetzt voller. Du weißt ja schon, was ich meine. Und das ist meine Beute. Das hier kennt doch jedes Mädchen. Und jetzt die Gürkchen. Voila. Geniale Idee. Nehmt euch eine Gesichtsmaske und Haarfarbe.
Die Farbe füllen wir mit einer Spritze ab. Und die kommt nun vorsichtig in unsere Gesichtsmaske. Das Loch kleben wir zu. Fertig. Die Gürkchen nehmen wir ab. Jetzt wird's Zeit für eine Morgenmaske. Sitzt perfekt. Das nenne ich ja einen starken Effekt. Deine Gesichtsfarbe ist heute so einzigartig. Was? Was meinst du? Oh nein, bloß nicht das! Na warte, Ted. Jetzt gibt's Frühstück. Ups, ich komme nicht dran. Dann kommen wir halt ein bisschen runter. Ich komme schon wieder nicht dran. Aber dafür haben wir Nutella. Das sieht aus nach einem Prank. Mit der Nutella beschmieren wir jetzt schön die Oberfläche hier. Von beiden Seiten. Gute Idee. Nutella? Aber ich komme nicht dran. Ich muss mich höher stellen. Oh nein, was ist das denn? Was ist das, bitteschön? Mensch, Jess, wo hast du dich denn so dreckig gemacht? Okay, ein schönes Kistchen habe ich. Aber was soll ich damit verschenken? Ich weiß. Das sieht nach einem Streich aus. Ja. Für den befestigen wir ein Seil an einer Pinnnadel und stecken die in eine Farbspraydose. Den Knopf drücken wir runter und fixieren das mit etwas Klebeband. Das Seil machen wir am Deckel der Kiste fest. Und jetzt schließen wir die Box. Alles Gute, Susi. Danke. Was ist da drin? Was ist das? Mein T-Shirt? Andy! Was? Das war doch lustig, oder? Ups. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich rote Zwiebeln liebe. Oh, einfach herrlich, dieser Geschmack. Zeit zur Party zu gehen. Hallo an alle. Wollen wir tanzen? Was riecht hier denn so? Na komm schon. Hilfe! Nein, ich kann nicht. Was ist los? Lass mich in Ruhe. Du hast einen schrecklichen Mundgeruch. Na gut. Ich habe eine Idee. Schnappt euch einen Apfel. Und schneidet den oberen Teil ab. Hüllt ihn jetzt aus. Und kippt da klein gehackte Zwiebeln rein. Der obere Teil kommt jetzt wieder drauf. Das tut mir so leid. Ich hoffe,
dass ich die Sache wieder gut machen kann. Das ist ja lieb, danke. Mm. Dankeschön. Mm. Igitt, du meine Güte. Wartet. Na, was sagt ihr jetzt zu dem Geruch? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.